Ach Leute, was ist denn mit dem Wetter in Mitteldeutschland los? Da denkst du echt, da kommt der Winter wieder. Heute früh hat es sogar geschneit, aber die Wolkendecke, die hat sich dann im Laufe des Tages so langsam verzogen. Ich hatte mich auch mit anderen Schaustellern ausgetauscht. Also es hat wirklich ganz Mitteldeutschland erwischt. Ich hatte gelesen, in Eisleben auch winterliche Temperaturen. Aber was soll ich sagen? In Zwickau beim Frühlingsvolksfest, da hat es dann gegen Nachmittag aufgelockert. Das geht mittlerweile. Die Temperaturen sind relativ niedrig, aber ich habe mir die Winterjacke wieder ausgeholt und das geht auch. In der heutigen Folge haben wir zum Beispiel die Auflösung der Verlosung vom letzten Video und es gibt ein Feuerwerk. Robert, hat den Schein denn jemand gefunden? Um 14 Uhr haben wir aufgemacht, um 14 Uhr war er weg. Nein, wir haben den sofort gesehen. Also die scheinen also wahrscheinlich auch die Videos ziemlich regelmäßig zu schauen, oder? Ich denke mal, das waren welche da, die schon mal hier drin waren. Weil die kannten sich genau aus und haben zielstrebig gesagt, darum ist der Schein. Ah, das gibt's ja nicht. Also ich hatte es mit anderen Schaustellern probiert. Ja, mit dem Nick zum Beispiel, der wusste auf Anhieb das nicht. Marco Walz hatte ich nur den kleinen Ausschnitt gezeigt. Der hat gesagt, die Lampenkappen, die kenne ich, das ist ein holländisches Fabrikat. Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Ist das wirklich holländisches Fabrikat? Ja, genau, stimmt. Die kommen aus Holland. Das kann nicht wahr sein. Also Meister Walz sieht das also direkt. Ich glaube, der hat ein Auge dafür. Okay, da fällt mir nichts mehr ein. Robert, vielen Dank, ja, dass du mitgemacht hast. Und noch gute Geschäfte heute. Es ist ja ein bisschen kühl, aber ich sehe, du bist auch gut angezogen. Ja, Feuerwehrpullover und noch eine Jacke. Ja, das ist okay. Super, dann danke ich dir. Danke. Tschüss. Ich bin jetzt hier auf der Rosenwiese. Es ist schon etwas düster. Und neben mir der Kai von den Pyromaniacs. Mahlzeit. Sag mal, das war ja letzte Woche ein bisschen scheiße. Es musste abgesagt werden. Ja. Wie fühlt sich da ein Feuerwerker? Ja, schön ist es natürlich nicht, weil es war sehr kurzfristig. Das bedeutet, es war alles schon fertig gepackt im Lager, die Musik war geschrieben, es war alles schick. Aber wir haben ja den Kompromiss gefunden, dass wir sagen, wir machen das nächste Woche Samstag. Ja. Zum Ballon glühen. Und heute gibt es aber auch noch ein Feuerwerk. Da geht es um die Filmmusik. Sag mal, wie lange bereitest du alles vor, mit der ersten Idee beginnend? Ja, genau. Es geht erstmal los mit der ersten Idee. Das bedeutet, wir suchen uns erstmal ein Thema aus. Mhm. Das sind bei den zwei Feuerwerken einmal die Boxlegenden-Musik und einmal wie heute die Filmmusiken. Wenn man das hat, fängt man an, erstmal die entsprechende Musik zu suchen. Die wird abgestimmt, wo gesagt wird, okay, das Lied nehmen wir, das Lied und das Lied. Mhm. Dann schneide ich das zusammen auf die Länge des Feuerwerks. Dann wird das abgesegnet und wenn das fertig ist, dann geht es an den Computer, an die Programmiererei für das Feuerwerk. Und ich sag mal, ein Feuerwerk mit der ganzen Ideenfindung, ich sag mal eine Woche. Eine Woche? Ja. Das ist viel Arbeit für, ja, wie viele Minuten am Ende? Acht Minuten, das ist so eine Menge. 8 Minuten, ich freue mich drauf. Wird das heute was? Was meinst du? Ja, wir haben jetzt noch einen kleinen Regenschauer gehabt, mussten kurz die Aufbauarbeiten unterbrechen. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen was über eine Stunde Zeit. Wir machen unseren Rest fertig und dann gehen wir rüber. Legen die ganzen Musiken an, die ganzen Fahrgeschäfte, dass das überall synchron läuft. Mhm. Und dann drücken wir 22 Uhr pünktlich auf den Knopf und nächste Woche Samstag läuft das dann genauso ab. Ich bin gespannt. Kai, ich danke dir. Ich danke dir, Rob. Und wünsche dann hier einen richtigen Rums. Ich bin richtig gespannt drauf. Viel Spaß. Ciao, danke.
live aus Betty's Kitchen. Aber ich sehe jetzt hier keine Betty, sondern eine Sammy. Was ist denn da passiert? Hallo. Ja. Wo ist Betty? Betty liegt in ihrem Kinderwagen. Das ist unsere kleine Tochter. Und wir haben unser Geschäft wie unser Kind genannt. Oh, das ist ja süß. Sag mal, wie kommt man drauf, so ein Geschäft zu betreiben? Am Anfang steht wahrscheinlich eine Idee. Du und dein Mann, ihr wart euch gleich einig oder hat dann einer zum anderen gesagt, ach komm, du hast doch jetzt, wie lief denn das ab? Nee, also das lief eigentlich, hat das schon länger gedauert. Wir haben lange überlegt, was machen wir denn, was gibt es noch nicht so oft, was isst jeder? Ja. Und ja, die Kartoffel, das isst jeder. Das ist wirklich von A bis Z, jeder mag das. Und wir selber auch. Und dann saßen wir eben da und haben uns gedacht, ja, wir verkaufen alles rund um die Kartoffel. Mega geile Produkte sind es auch. Wie entsteht das? Also den Kartoffelstampf, das was wir eben unser Hauptprodukt ist, machen wir selbst. Also ich koche die Kartoffeln und dann werden sie in dem Gerät hier hinten gestampft. Also kommt dann halt raus und die Leute können sich aussuchen, was sie reinhaben möchten. Dann bereite ich das vor den Leuten zu und es wird verkauft. Geile Idee. Auch mit dem Namen Betty's Kitchen, das... Wer hatte die eigentlich? Mein Mann, muss ich sagen. Also ganz ehrlich, wir haben jetzt überlegt und ach, Kartoffelhaus und Kartoffel dies und das eigentlich gibt es schon. Und dann haben wir uns so gedacht, ja, ich war schwanger und dann haben wir uns so gedacht, ja, so nennen wir das Geschäft. Ah, das ist richtig klasse. Ja. Wie lange hat die Vorbereitung gedauert? So ein Ding, das baust du ja nicht in einem Tag. Nee, also das hat 4 Monate gedauert. Wir haben das selbst gebaut, also den Kasten. Also sage ich jetzt mal so, den haben wir gekauft und alles, was ringsrum ist, hat mein Mann gebaut. Also die Schrift eben oben drauf, das Dach und die Geräte hat er alles eingebaut und dafür haben wir 4 Monate gebraucht. Mega, ein mega geiles Geschäft. Das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ihr habt auch einen Preis bekommen. Was war das für einer? Ja, es war jemand da und hat uns eben als beste Neueinsteiger jetzt im Frühjahr sozusagen gekürt und weil dieses Produkt eben auch so schön ist und ja. Ist es. Ich wünsche noch gute Geschäfte. Du bist auch dick angezogen, das ist genau das Richtige. Ja, Betty auch? Ja. Betty ist auch dick angezogen. Na, man sieht sie jetzt gleich gar nicht. Echt klasse. Danke dir. Ne? Ja. Mach's gut. Ist kurz vor 22 Uhr. Jetzt sollte so langsam hier bei den einzelnen Buden das Licht ausgehen, denn das Feuerwerk steht bevor. Oh, jetzt geht's hier schon los. Bei Silke Walz, Bulettenschmiede, schon mal aus, die Beleuchtung abgeschaltet. So, dann haben wir hier drüben noch Schicks Europarad, läuft bislang noch. Hier links Kettenkarussell auch schon langsam aus. Also, ich bin gespannt, wie das dann wird mit dem Feuerwerk. Heute mit dem Thema Filmmusik. Danke fürs Einschalten. Ich würde mich für einen Daumen nach oben freuen. Die Schausteller würden sich freuen, wenn ihr die Volksfeste Zwickau bei Facebook liked. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Macht's gut. Bis bald.